Hallo, liebe Freunde des guten Geschmacks, Comic Engine hier. Ich habe eine kleine Pause gemacht. Es war mir auch viel, viel zu warm, wie wahrscheinlich vielen Leuten von euch. Und jetzt habe ich hier wieder verpeilt, in die Kamera zu gucken, aber das ist jetzt auch ganz egal. Ich habe euch was ganz Cooles mitgebracht. Ich weiß nicht, ob euch der Autor Craig Thompson ein Begriff ist. Wenn nicht, ihr solltet unbedingt mal reinschauen, was der so gemacht hat. Das ist nämlich richtig cooles Zeug. Blankens und Habibi. Googelt mal danach. Ich werde auch Links später angeben. Da müsst ihr unbedingt reinschauen. Das Blankets ist ein richtig geniales Buch. Es ist so ein Must-Read in der Nicht-Superhelden-Welt, was Comics angeht. Und ich bin erst vor kurzem über sein letztes Werk gestoßen, nämlich Space Dumplings. Space Dumplings ist eine echt geniale Science-Fiction-Geschichte. Es ist aber nicht Science-Fiction im Sinne von Forschen, Entdecken und so weiter. Nein, hier gibt es ja, Themen wie Freundschaft, Familie und Loyalität, die wichtig sind. Und es gibt auch viele kleine Zitate aus anderen Universen, möchte ich sagen. Und ich hoffe, ich werde euch diese Stellen gleich auch raussuchen können. Mir hat das Buch sehr, sehr gut gefallen. Das ist echt cool. Das ist für mich eine Kombination aus wow, da gibt es Sachen drin, die haben mich ein bisschen an Alien erinnert. Da gibt es Sachen, die haben mich an Titan AE erinnert. Firefly Serenity von Joss Whedon. Battlestar Galactica, ganz geil. Die Stelle zeige ich euch auf jeden Fall. Super, super gut. Und ja, das ist ein wirklich schön gezeichneter Band. Koloriert von Dave Stewart. Bestimmt auch einigen aus der Comic-Fan-Ecke einen Begriff. Er hat hier wirklich grandiose Arbeit geleistet. Die Bilder sehen zwar sehr cartoonisch aus, also das Level vom Cover wird so gehalten, aber es ist wirklich ein super geiles Buch. Ich glaube, man sieht auch, dass das Cover hier so ein bisschen glänzt partiell. Ja. Aber das mache ich jetzt ab zum Reingucken, weil das würde mich dann nämlich ein bisschen kirre machen. Unsere Heldin, das ist die Violet. Und Violet lebt mit ihren Eltern in einem Trailerpark. Ja, ein Trailerpark im Weltall. Ich meine das ernst, Leute. Und ihr Vater scheint ja so einen nicht ganz so coolen Job zu haben und verdient jetzt auch nicht die Welt. Ja, hier sehen wir den Trailerpark mit den ganzen Raumschiffen. Hier ist von diesen Dingern ist ein Schiff. Die Dinger sind ein bisschen ja nautisch aufgebaut, sage ich mal. Also haben schon so einen Seefahrer-Touch. Hier sehen wir es nochmal ganz vorne. Das ist Violet mit ihrem Dad unterwegs. Und während sie so unterwegs sind, stellen sie fest, dass Violets Schule angegriffen wurde. Das ist dieses Ding hier. Es wurde nämlich von einem Wal angegriffen. Wale sind hier so Weltraumwesen, die wirklich aussehen wie Wale. Ein bisschen süßer, aber die scheinen wirklich alles zu fressen am Planeten und so weiter. Und alle außerirdischen neuen Lebewesen im Universum sind auf mobilen Stationen untergebracht oder an Schiffen und können dann immer wieder abhauen. Aber es gibt trotzdem diese Angriffe eben. Naja, Violets Familie ist eigentlich ganz cool und normal. Die Mutter arbeitet bei einem Modeunternehmen, könnte man sagen. Hier sieht man das. Es ist Arbeit am Fließband. Sie wird allerdings vom Chef auch bald befördert und Violet soll dann auch die Schule von dieser Superstation, wo Violets Mutter arbeiten soll, besuchen. Das klappt natürlich nicht, weil Violet ist wenig anpassungsfähig. Sie ist eine starke Figur, sie ist über so Mobbing erhaben, sie geht gerne auf Leute zu und findet hier auch einen Freund auf dieser Weltraumstation. Das ist nämlich Elliot, das Hühnchen. Elliot, das Hühnchen, ist so ein bisschen ja, wissenschaftsnerdig angehaucht. Genau, hier sehen wir den auch. Es ist ein bisschen wie Howard die Ente, nur im Hühnchen-Outfit, könnte man sagen. Und ja, die freunden sich an und Elliot ist ein bisschen arg verrückt. Er hat viel Wissen, das kriegen wir immer mal wieder mit. Es gibt ja auch biblische Referenzen, die er knüpft. Und das ist dann wieder ein bisschen so dem Autor geschuldet. Auch bei Blankets ist das mit drin. Das ist ein, ja, sehr glaubensbewusster Mann, kann man sagen, aber es ist jetzt nicht so, als wäre jetzt hier dieses religiöse, christliche Element, um zu missionieren oder sowas. Darum geht es hier nicht. Violets Eltern sind ein bisschen deprimiert, weil sämtliche Schulen, die sie ausgucken,
sind irgendwie merkwürdig, von Mülldeponiehaft bis zu, naja, leicht faschistisch angehaucht, ja, bis zu Lehrer müssen sich in Schutzrobotern verstecken und da wollen sie ihre Tochter einfach nicht reinstecken. Also muss auch irgendwie mehr Geld rein oder dahin. Und weil Violets Vater so eine leicht zweifelhafte Vergangenheit hat, kann er dann nicht oder kann sie nicht da zur Schule. Die Mutter kriegt Probleme mit dem Job und Violets Vater nimmt dann einen Job an, der wahnsinnig gefährlich ist, weil er hat keinen Bock mehr, sich mit Violets Mutter zu fetzen. Er will sein Kind nicht unglücklich sehen. Also sucht er sich einen gefährlicheren Job aus und wird dann allerdings vermisst. Ja, und Violet macht sich dann mit ein paar Freunden auf die Suche nach ihrem Vater, wird da abgeschottet von ihrer Mutter und sie ist ziemlich auf sich allein gestellt. Man sieht in kurzen Bildern immer mal wieder, was Violets Mutter alleine erlebt. Aber es ist schon cool, wenn Violet anfängt, alleine loszuziehen. Und ja, herrliche Bilder, muss ich sagen. Abgefahren. Ja. Man sieht nämlich die Hühnchen-Evolution, wieso Elliot überhaupt so weit gekommen ist. Ist ein ganz kurzer Einschub, den ich mal machen musste. Na ja, und zusammen mit Elliot begibt Violet sich erstmal auf die Suche. Und die nehmen hier noch einen anderen Kumpel mit. Das ist er hier, der Letzte seiner Art. Jetzt habe ich doch tatsächlich seinen verdammten Namen vergessen. Ja, Zachäus. Oh Gott, nein, das darf man nicht vergessen. Zachäus. Hier wird nämlich diese Bibelreferenz gebracht, ob das auch was mit dem Zachäus hat, der auf den Baum geklettert ist, um Jesus zu sehen. Und tatsächlich, der und Elliot, die giften sich zuerst mal ein bisschen an. Werden aber auch später im Verlaufe der Story natürlich gute Freunde. Das ist alles ein bisschen klischeehaft, allerdings kriegen wir hier Bilder geliefert, die einfach nur abgefahren sind. Also Craig Thompson hat hier richtig Vollgas gegeben. Wirkliche Gefahren im Sinne von actionreichen Gefahren gibt es hier drin nicht. Also das ist ein ja, entspanntes Abenteuerbuch, würde ich sagen. Es wird nicht brutal an keiner Stelle. Hier sehen wir auch kurzen Einblick. Da war er jetzt selber als Krimineller geführt. Und auf der nächsten Seite ist direkt ein Bild, was ich auch super cool finde. Diese Querschnitte von den Raumschiffen. Die sehen wir öfter in diesem Buch. Und das ist wirklich geniale Arbeit. Ja, also selbst wenn man keine Comics liest, aber das Ding hier ist auch was für Buchliebhaber. Absolut. Das ist einfach ein wundervolles Teil, allein für im Regal zum mal durchblättern. Der absolute Hammer. Auf der Suche gibt es natürlich immer wieder Rückschläge, weil keiner weiß genau, wo Violets Vater ist. Weil sein Auftrag ist nicht ganz legal, den er da hatte. Diese Familienthematik oder wie problematisch es im Familien sein kann, kommt hier vor, weil zum Beispiel Elliot ist von seinem Vater auf dieser Modestation gelassen worden. Sein Vater ist Wissenschaftler bei Labstar. Und was das für eine Firma ist, das kommt auch in diesem Buch. Sie erforschen nämlich die Wale und das auf eine etwas Lebewesen verachtende Art und Weise. Und dann ist das schon wieder so ein neuer, nicht Storypunkt, aber auch so eine Thematik, die ja dann mit einfließt in eine wunderschöne Geschichte. Nämlich, wie weit sollte man denn gehen, um alle zu retten, allen zu helfen? Und da möchte ich jetzt nicht ganz ins Detail gehen, weil das würde zu viel vorwegnehmen. Ah ja, hier, Battlestar Galactica. So nannte sich nämlich eine alte Weltraumgang von Violet's Dad. Ja, Battlestar Paintelica nannten die sich. Und hier sieht man auf der Jacke auch ein umgewandeltes Battlestar Galactica-Logo. Also richtig geil, dass sie das auf ihrer Kutte drauf haben. Und es kommt dann auch immer mal wieder ein bisschen vor. Prinzessin Leia wird erwähnt. Ja, es ist wirklich ganz nett, was hier alles geschieht. Wie hier zusammengehalten wird. Ja, ihr könnt das jetzt auch alles als süß bezeichnen und kitschig, aber wie hier aneinander Trost gespendet wird, das kommt wirklich sehr gut rüber. Es kommt nicht konstruiert rüber. Die Charaktere ploppen vielleicht so für den einen oder anderen einfach eine Geschichte auf, aber sie passen gut zusammen, sie interagieren gut zusammen und es sind gute Charaktere. Sie sind wunderbar geschrieben, ihre Dialoge sind griffig und es ist alles nicht zu abgespaced. Man hätte das ganze inhaltliche Leben auch in irgendwas Gegenwärtiges
transferieren können, aber dieser Science-Fiction-Look mit dem Weltall, das passt wunderbar. Ich persönlich frage mich die ganze Zeit, hey, das muss doch ein wunderbarer Film sein, oder? Also das in bewegten Bildern, das wäre einfach abgefahren. Auch wenn sich nicht jedes Comic so gut übertragen lässt. Für die meisten wahrscheinlich gar keiner, aber das hier ist schon wirklich genial. Und diese Suche, dieses Abenteuer, das ist wunderbar beschrieben. Es geht immer weiter, man hält zusammen. Und das ist wirklich ein sehr positives Buch. Also das hat mir am meisten gefallen. Gerade da hier so viele verschiedene Charaktere oder Rassen aufeinandertreffen und zusammenarbeiten, halte ich das auch nochmal für ein sehr besonderes Buch. Und dass man hier auch darüber hinweg sieht und teilweise, ich sag mal, Violet und ihre Gang versuchen, den Wahlen zu helfen. Kann man das so schildern? Ich weiß es nicht. Das ist jedenfalls noch nicht wirklich ein Spoiler. Auch hier wird dann über diese Feindesgeschichte hinweggesehen, die die Wale ja eigentlich für die Bewohner des Alls ansonsten repräsentieren. Das ist einfach geil. Nochmal ein paar Bilder. Jetzt nur eine kleine Leseempfehlung von mir. Ich bin immer noch ein bisschen geflasht. Ich habe es gerade erst zu Ende gelesen. Ja. Viele kleine Einzelheiten in diesem Buch. Herrlich. Hier haben wir mal eben die Wale, damit man sieht, wie die aussehen. Sehen nicht bedrohlich aus, aber da sie super groß sind, glaubt mir, es ist schon eindrucksvoll. Und gerade das war was, wo ich gesagt habe, das auf der Leinwand wäre schon sehr, sehr abgefahren. Ja, hier haben wir so eine Mecha-Suit. Und dann auch noch wegen der Farbe. Da habe ich dann ein bisschen an Alien denken müssen. Oder Aliens. Das ist ja in Teil 2, wo das dann vorkommt, wenn Ripley in so ein Ding reinsteigt. Und dann habe ich wirklich gedacht, okay, Craig Thompson ist schon auch ein Nerd. Und das gefiel mir wirklich gut an der Story. Einfach geile Bilder. Eine schöne Geschichte. Also das ist genau das, was ich von einem Comicbuch erwarte. Hier hinten haben wir auch noch den Autor mit seiner Tochter drin fotografiert. Kurz Infos, Dave Stewart und Craig Thompson. Ja, ein wunderbares Buch. Space Dumplings von Craig Thompson. Meine Ausgabe ist Englisch, ist vom Faber & Faber. Faber and Famer Verlag, first published in the UK in 2015 und startet auch mit einem Moby Dick Zitat. Der Aufbau hat auch was von Science Fiction Menü, finde ich gut, also das Inhaltsverzeichnis, der Aufbau von wegen. Und die deutsche Ausgabe heißt Weltraumkrümmel, ganz schlicht und ergreifend Weltraumkrümmel. Ich muss mal ganz kurz nachgucken, bevor ich was Falsches erzähle. Genau, ist beim Reprodukt Verlag erschienen. Das war letztes Jahr im Oktober. Ja, ich habe gerade nochmal nachgelesen, verzeiht. Ich habe mich ein bisschen zu schnell bestellt. Ich hätte gerne auch die deutsche Ausgabe gehabt, einfach passend zu meiner Blankets-Ausgabe, auch wenn mein Taschenbuch davon zerfällt. Und kann das echt jedem nur ans Herz legen. Super geiles Buch. Ja. Ich weiß, normal gehen wir ein bisschen mehr von der Story ab und so, aber ich habe das ja jetzt ein bisschen erzählt, warum sie auf die Reise geht und so weiter und so fort. Die Details, die müsst ihr einfach selber lesen, Leute. Tolles Buch, ja. Rein optisch ist es der Hammer. Dann noch mit dem schicken Cover, was so eine leichte Glanzprägung hat. Hier, sieht man das mit dem Licht? Ja, da. Kann ich nur sagen, klarer Tipp von mir, dieses Teil mal zu lesen und einfach auf eine coole Fahrt mitgenommen zu werden. Ah, das war es dann auch schon für dieses Mal. Ihr vermutet richtig, Kamera funktioniert immer nicht, beziehungsweise ich bin so ein fauler Sack gewesen in den letzten 2 Wochen. Tut mir echt leid. Ich wollte auch das Video draußen machen. Ich glaube, das habe ich eben schon mal gesagt. Hab's dann aber gelassen, weil das Mikro und der Wind, ich glaube, das hätte alles nichts gegeben. Die Seiten umblättern sowieso nicht, von daher musste das jetzt alles so sein. Neuerdings habe ich jetzt auch Instagram. Link auch gleich da unten. Könnt ihr mal reingucken, dann gibt es vielleicht auch mehr Alltagsscheiße von mir zu sehen. Eigentlich ganz witzige Sachen auch. Videos, die ich so nicht hochgeladen habe, sind auch da. Oder kleine Ausschnitte zumindest. Und jetzt habe ich die ganze Zeit nicht in die Kamera geguckt, glaube ich. Aber das ist auch vollkommen egal. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Ich wünsche euch ein schönes Wochenende. Schwitzt nicht zu sehr. Genießt die paar warmen Tage, die wir noch haben. Würde ich sagen, bis bald. Und schon wieder habe ich in die Kamera geguckt. Verdammt!